Herzlich willkommen zu einem neuen Video von einer gar nicht verkaterten Emily. Wir haben jetzt angefangen mit Packen. Weil, ganz ehrlich, so sieht die Situation hier gerade aus. Wenn es fokussieren würde, würde ich es euch auch zeigen. Das ist mein Stuff. Okay, da kommt noch Handgepäck dazu. Hier, hier, hier. It's roomie. Another roomie. Und ja, jetzt werden noch die letzten. Reste gegessen. Und wir sehen alle übelst zerstört. Also, okay, gut, die beiden waren gestern nicht feiern, aber. Das war leider ein. Okay, muss ich auch nicht. Achso, vielleicht sollen wir noch mal ganz kurz erklären. Wir machen jetzt nach Tasmanien. Bei Tasmanien haben wir dabei. Elena aus Konstanz. Oh Gott, Will. Das Zelt. Wieder wunderlich. Ja. Einfach ganz kurz. Was denn? Das ist clean. Man kennt sich schon. Wieder Freddy getroffen. So, meine lieben Friends, wir sind jetzt hier noch, Gott sei Dank, mit einem wissenden Fahrer im Auto. Oh. Straße ist gesperrt. Straße ist gesperrt, da geht's schon los. wir haben jetzt hier, wir sind gestern in Tasmanien gelandet, haben jetzt nochmal im Hostel geschlafen, sind frisch geduscht, ready to go. Außer Elena. Elena stinkt jetzt schon. und jetzt fahren wir gerade mit Uber zu unserer Pickup-Location von dem Auto. Und dann geht's los. Ich bin ziemlich gestresst. Okay, wir haben jetzt das Auto, wollten gerade raus. Jetzt sitzt hier einfach die Katze hinten drin. Hey, Bibi. Ich lebe vor mir, dass ich komme her. Okay, ich stelle euch Hobie vor. Hobie von innen. Ja. Hier, wir fahren ja auf der linken Seite, deswegen Lenkrad rechts, ne? Macht Sinn. Kommen wir in unsere zweite Etage. Hi. Nice ist chic. Nice ist chic. Dann ist einmal alles komplett voll. Und unser großer. Achso, oben. Da oben schlafen wir übrigens. Und unser Kofferraum. Ja. Wir sind jetzt 2 Stunden gefahren ungefähr. Sind jetzt. Wie heißt denn das, wo wir gerade sind? Ich weiß auch nicht, du hast dann. Wir sind auf jeden Fall in Tasmanien, das weiß man. Geflitzt. Elena am Steuer. Das wird ungeheuer. Der war gut, oder? Aha. Hey, meine Mädels! Oh. Yeah. Erster Stop. Wir haben unser Schlafplatz gefunden. Das ist er. So, ich zeig euch mal, wie wir jetzt hier unser Camping-Dings. Oh, das sieht mega nice aus mit der Sun und so. Oh, hier kann man ja so geile Bilder machen. Das ist unser Wicke Hobby. Und das hier ist unser Zelt. Das kann man mega easy innerhalb von 2 Sekunden aufschlagen. Warte, ich filme das mal kurz bei der anderen Seite, sonst sieht man hier gar nichts. So sieht das aus. Ja, füll mal rein. Hier ist die Matratze. Und hier ist der Ausblick. Ich möchte das unbedingt mal filmen, wenn wir das aufschlagen. Hier ist Emily. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, and then you ignored them still. All these questions, they're falling.
Wir haben erfahren, dass Wildcampen doch nicht erlaubt ist, beziehungsweise habe ich es heute Morgen irgendwann erfahren. Hab dann die anderen beiden schnell geweckt, dann haben wir unser Zelt angeklappt und jetzt sitzen wir hier. Moin. 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 Wie war die Nacht? Scheiße. Relativ gut. Meine war super gut. Aber das waren den anderen scheiße, deswegen wird morgen nicht mehr wild gekämpft, weil Linda dachte die ganze Zeit, dass wir ermordet werden. Jetzt bahnen wir uns hier den Weg, weil da hinten ist Wasser. Und hier waschen wir jetzt unser Zeug ab. So sieht das immer aus. Sauber ist was anderes, aber immerhin. Scheiße, der Wind hat die Schüssel weggepustet und jetzt müssen wir die schnell wieder einfangen. Ah, Scheiße, Leggings war nass. Scheiße. Naja, immerhin haben wir die Schüssel. Achtung! Thinking too much. Help me. I've been thinking too much. Das ist jetzt hier Bear Fire. Man sieht, ist alles ziemlich on fire hier. Stones. Wir erklimmen jetzt hier noch weiter die Bear Fire. Wir waren jetzt hier eben, also hier sind wir an so einer Bucht und waren eben im Wasser, also Willy und ich. Und jetzt geht's back zum Car und die anderen sind alle hangry, scheinbar. Wenn ihr verabschiedet sich. Die anderen sind alle hangry und sind jetzt schon abgehauen. Deswegen gehen wir jetzt schon hinterher. Wir sind wieder da. Es wird erstmal was gefudelt. Es gibt lecker Thunfisch. Auf Yamnam-Nudeln. Bei mir gibt's Nudeln. Und hier wurde es gekocht und da ist unser Food-Bereich. Ich habe gerade genappt und jetzt sind wir in Launceston. Das ist die zweitgrößte Stadt hier in Tasmanien. Und ja, jetzt gehen wir nochmal einkaufen. Also wir sind gerade am Berg und die müssen anfahren. Wir haben extra weit Abstand gelassen, aber es kann ein bisschen dauern, bis das was wird. Das geht nicht. Scheiße. Die hat jetzt schon zweimal abgewürgt, die Arme. Oh Mann, so ist eine Maus. Wenn wenigstens niemand hinter mir. So, sind wir auf unserem Campingplatz angekommen. Die ist von den Wilden entlassen. Sind jetzt auf unserem Campingplatz angekommen. Es ist wieder scheiße kalt. Hallo Community von Emily König. Wir sind hier auf dem Campingplatz in der Stadt und sie hat gerade einen Doppelten gemacht, einen Dreier sogar. Und die spielen hier mal ein bisschen amateurmäßig irgendeine Ballsportart, die ich nicht turnen kann. Ganz professional. Aber wir schwenken mal über zu den wichtigen Dingen des Lebens und zwar unseren Cars. Hier sehen Sie das von Emily König, das ist noch nicht aufgebautes Zelt. Und das ist unseres, so muss das dann aussehen, ganz vorbildlich. Aufgeräumt, hier ist Hannah Askal, sie macht uns Kakao und ich kann euch ja mal kurz die Area zeigen. Emily kommt, Entschuldigung, Elena kommt mal mit. Das sind wir beide übrigens hier. Und hier ist auch so ein kleiner Fluss. Elena wollte dann auch später da drin duschen, stimmt das? Ja. Da hat sie. Aber oh, man sieht's nochmal. Es ist so scheiße kalt. Ich glaube, es sind 6 Grad oder so. Es ist so kalt. Oh, fuck.
Wir liegen jetzt im Zelt. Das ist so. Eine Klini bewegt sich. Wir liegen jetzt auf jeden Fall im Zelt. Nee. Linda spannt heute im Auto, weil es zu kalt ist. Mein Gott, ich sehe so fett eingepackt aus. Und es ist so fucking kalt. Das ist nicht mehr lustig. Und es ist noch nicht mal um 10, aber wir sind Omas und es ist zu kalt, um irgendwas zu machen. Deswegen, bis morgen. Guten Morgen. Es ist noch nicht mal um 8. Es war offiziell die... Oh mein Gott, wartet. Die Kamera ist komplett beschlagen. Naja, auf jeden Fall ist es noch nicht mal um 8. Es war offiziell die kälteste Nacht seit in meinem Leben. Und ich kann einfach nicht mehr schlafen, es ist so kalt. Und ich hoffe, dass ich jetzt duschen gehen kann und eine heiße Dusche nehme. Ja, ich stehe jetzt einfach auf.